Schönen guten Tag, wir sind's wieder am Dienstag hier aus Darmstadt mit einem der größten Probleme, das einfach nicht kleiner werden möchte. Die Rede ist von der Wohnungsnot, vor allen Dingen in den Städten und ihrem näheren Umland und damit einhergehend mit den Mietpreisen, die immer weiter nach oben gehen. Das Wohnen in den Städten und ihrem näheren Umfeld ist unabweisbar mittlerweile ultra teuer. Deshalb kommt ja jetzt der Ruf nach Verstaatlichung oder Enteignung. Dazu muss man sagen, das ist wirklich billigster Populismus, diesmal von links. Warum? Es wird nichts passieren. Selbst wenn man eine solche Maßnahme durchzieht, es wird nicht eine Wohnung mehr gebaut werden, weil man einfach niemanden zwingen kann, sich entsprechend zu verhalten. Vor allem aber gilt festzuhalten, es wird sich auch nicht lohnen. Wenn sich vor allen Dingen sozialer Wohnungsbau rechnen würde, es würde tatsächlich jemand darin investieren. Das macht aber niemand oder nur wenige, selbst kommunale Gesellschaften, die das eigentlich als erste machen könnten oder müssten, bei weitem nicht in großem Stil. Darmstadt ist da ein gutes Beispiel. Der hiesige Bauverein ist durchaus auch mittel- oder hochpreisig unterwegs, offiziell um billige Angebote zu subventionieren. Ebenfalls gilt aber festzuhalten, dass darüber auch die Stadtkasse saniert wird. Zweites Thema. Warum lohnt es sich denn außerdem nicht? Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften. Das ist die Überschrift, unter dem das Thema Bauen hierzulande steht. Das mag alles mehr oder weniger gut und richtig sein, aber das macht es halt auch teuer, wenn überall Auflagen für die Umwelt und eingehalten werden müssen. Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften und gleichzeitig billig, das geht nicht. Wer hat dieses Vorschriftendickicht erfunden? Die Miethaie ausnahmsweise ganz bestimmt nicht. Auch das Geld würden die gerne sparen. Noch ein Punkt, weshalb das alles populistisch ist. Viele Städte haben in der Vergangenheit ihre Wohnungen verkauft. Auch und gerade Berlin, wo der Ruf am lautesten ist. Und an wen haben sie verkauft? An die üblichen Verdächtigen, die jetzt Kasse machen. Ja, das ist unsozial. Aber wenn eine Stadt erst verkauft und danach ruft, haltet den Dieb, dann ist das Politik für Totalvergessliche nach dem Motto, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Das ist Populismus, durch den nichts besser wird.